Hallo zusammen, heute kam mein Surprise-Bag für Frauen an. Und da muss ich natürlich jetzt reingucken, ne? Schauen wir mal rein, mach ich mal auf. Ich sehe 4 Produkte, da können wir schon gucken. Wollen wir mal schauen, was wir da haben. Was haben wir Schönes drin? Oh, guck mal einer, schau. Ein Räucherduftset, ne? Das ist ein Räucherset-Blatt, angenehme Atmosphäre, magischer Duft für die Wohnung als Räucherstäbchen-Set. Räucherstäbchenhalter, 12 Räucherblätter und 48 kleine Duftstäbchen. Na, ist doch nett. Ist doch mal was Nettes. Finde ich cool. Wollen wir mal, was haben wir denn hier für Gerüche? Aha, Wood, Orange, Jasmin und Apfel. Okay, Orange, Jasmin, Apfel und Holz. Ja, finde ich nett. Ist mal was Nettes, ne? Finde ich okay. Was haben wir hier? Basilikum. Basilikum aus der Dose. Küchenkräuter aus der Dose. Aha. Aufmachen, Wasser drauf und wächst. Ja, ist doch mal was Nettes für die Frau, für die Küche. Frischer Basilikum. Ist doch mal was Nettes. Basilikum kann man ja auch beim Kochen recht gut gebrauchen. Also ich setze ihn auch recht häufig ein. So, was haben wir hier? Kylie Minogue. Eine Bodylotion. Darling. 150 Milliliter. Somit Full Size. Oh, riecht gar nicht so schlecht, was ich jetzt wahrnehme. Mal einreiben hier. Na, haut mich jetzt nicht vom Hocker. Hat eine leichte femininen Duft, so. Ja, verfliegt recht schnell, wie ich finde. Leicht feminin. Am Ende riecht es nur noch cremig. Ja, ist schön dezent. Also, Sexy Darling. Irgendwie passt der Name nicht. Ja, also es ist jetzt nicht überlagert, was ungewöhnlich ist bei solchen Sachen. Also die, denke ich, kann ich ganz normal auch benutzen, ohne dass ich mich damit jetzt mit meinem Parfum zum Beispiel überlager oder so. Weil die scheint nicht lange vorzuhalten, der Duft. So, das letzte in dieser Tüte ist ein Massagepad-Schmetterling. Ein Massagepad-Schmetterling. Massage, Akupunktur, punktuelle Behandlung, schwache, gleichfließende Impulse, tief einwirkend, wohltuend und entspannend. Ja, das ist doch was für Mutters Tochter, wenn es wirklich funktioniert. Soll man angeblich überall einsetzen können? Ich finde ja, irgendwie hat er was Perverses, oder? So ein bisschen, sieht so ein bisschen aus, ne? Nun denn, mal gucken, wie der funktioniert. Und ob der was bringt. Ach, jetzt fällt die ganze Verpackung schon auseinander. Da ist das gute Stück. Wollen wir mal austesten. Ach du meine Güte. Was eine billige Verarbeitung. Guckt mal. Das sieht so richtig... Oh, das stinkt auch nach Chemie, nach Gummi hier. Oder Kunststoff oder was auch immer. Ach, das stinkt. Das rieche ich auf die Entfernung. Boah, da darf man nicht direkt dran riechen. Das riecht ja so was von chemisch. Himmelsakra. Ja, auch wieder ganz billige Verarbeitung. Ne? Man sieht das hier besonders... Wenn ihr mal hier vorne guckt, ob bei dem 1, 2, 3 die Lampen, das ist nicht richtig kreisrund, unsauber, richtig so Kunststoffscheiße. Und Batterie kommt auch rein. Schauen wir mal, wie kommen da die Batterien rein? Dafür gibt es ja eine Anleitung. Bestimmt nur auf Koreanisch, oder? Gibt es die auch auf Deutsch? Ja, gibt es auf Deutsch. Ein Reizstromgerät, aha. Ja gut, wo ist jetzt der Unterschied zu meinem Tänzgerät? Keine Ahnung. Ideal zum Muskelaufbau. Oh, jetzt stinkt das Zeug. Das brennt richtig in der Nase. Boah. Hoffentlich verfliegt dieser Duft. Ansonsten könnt ihr das behalten, ey. Boah. Krass. So, wie die Batterien reinkommen, ist hier jetzt nirgends beschrieben. Wie rum, wie was? Also probieren wir mal rum.
Gehört nur eine rein. Ah ja, interessant, okay. So, ich mache jetzt mal diesen Klebestreifen ab und klebe mir das jetzt mal auf den Arm. So, jetzt, wenn es denn mal kleben würde. Also mit dem Kleben hat es das nicht so. Man muss es wohl festhalten. So, ich habe dieses Teil jetzt mal ausprobiert. Man kann hier mit den Knöpfen die Stärke hochregeln und runterregeln. Man hat verschiedene Programme, dass es so intervallmäßig oder gleichbleibend ist. Für mich ist das großer Schrott. Also, da kann ich mein ganz normales Tänzgerät, was ich habe, da habe ich mehr von, als wenn ich das Ding benutze. Die Klebepads werden irgendwann auch aufgeben. Also, ich finde das jetzt nicht unbedingt prickelnd. Also, das ist für mich jetzt nicht das Gelbe vom Ei. Kriege ich jetzt diese Verpackung auch wieder zu. Ja. So. Ja, was sage ich zu den Bag? Haut mich nicht vom Hocker. Haut mich absolut nicht vom Hocker. Werden wir das vielleicht noch ein, zwei Monate angucken, habe ich bei der Männertasche ja auch schon gesagt hier, bei der Männertüte. Wenn das immer so wäre, dann können sie ihre Bags behalten, sage ich jetzt mal ganz ehrlich. Das ist für mich ein bisschen verramschen einfach. Also, nee, nicht das Wahre. Also das Räucherset finde ich in Ordnung, auch Basilikum ist okay, auch das Bodylotion finde ich in Ordnung. Aber insgesamt für den Preis, den man bezahlt, finde ich es bisher schrottig. Naja, ich gucke es mir nächsten Monat mal an. Ich lasse mich mal überraschen. Ich will nicht nach einer Tasche schon aufgeben. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Tschüss!